Keith, ich weiß, dass du das Wort mit V nicht magst. Verantwortung. Oh. Ich dachte schon, du wolltest... Ich muss zugeben, Sie sind mein Lieblings-Spice Girl. Ich wette, das sagen Sie zu allen Spice Girls. Nö, ich habe noch nie eins getroffen. Ladies und Gentlemen, ich zeige Ihnen jetzt eine extrem schnelle Dauererektion. Schading! Ladies und Gentlemen, Mr. Keith Mallon. Also auf den ersten Blick sieht es aus wie ein ganz normales Telefon. Aber beim zweiten Hingucken sieht es nicht aus wie ein ganz normales Telefon. Schmeiß den Idioten raus. Also, Kelly, du bringst ja dieses Jahr wieder einen neuen Kalender raus. Und hinten ist eine Zitrone drauf. Ich mach mich nass. Es heißt das Lemon Phone. Genial. Warum ist dich das nicht eingefallen? Das Keys Lemon Phone. Die Zitrone ist wahrlich gelandet. So sexy. Eureka. Sie sind unglaublich. Rufen Sie mich an. Jederzeit. Hallo, hier spricht Kelly Brook. Passt es jetzt? Husch! Der unbedeutende nordenglische Geschäftsmann ist über Nacht vom Tellerwäscher zum Millionär geworden. Ich bin rein! Bloß erzähl mir, dass ich dein Lieblings-Spice-Girl bin. Danke, den Rest laufe ich dann. Krafthaus, Krafthaus, Krafthaus! Möge die Glocke das Ende einläuten. Ich glaube, meine Hämorrhoiden sind wieder da. Das ist wie ein Shiitake-Pilz, der da wuchert. Gucken Sie mal. Was geht ab, Alter? Keith? Ich bin einer von euch. Einer von uns? Er singt, when the going gets tough. Ooh, I wanna touch you. Jetzt du. I wanna touch you and do the things that love us do. Bitte heißen Sie herzlich willkommen, mein Vater, Billy Ocean. Tolle Ähnlichkeit, hä? Wenn Billy Ocean der Vater von Keith ist, warum heißt er dann nicht Keith Ocean? Weil sein Name Lemon ist. Na sowas, Simon Pegg. Gary Barlow. Oh, von Boyzone. Nein, Sie meinen Ronan Keating. Oh, von Take That. Nein, Sie meinen Gary Barlow. Nein, ich meinte Simon Pegg. Krasse Streifen.